Jo, und weiter geht's mit einem neuen Part von Phoenix Wright Ace Attorney. Und ich habe die Vermutung jetzt zu wissen, wie wir weiterkommen. Und zwar müssen wir der guten Pearl den Schlüssel zeigen, aber halt nicht über das Magatama, sondern halt normal. Also ich habe eine super Informationsquelle gehabt, muss ich sagen. Aber okay. Was diesen Schlüssel angeht, Pearls, den hast du am Tag des Mordes gefunden, richtig? Ja. Nun, es ist sehr wichtig. Wo du ihn gefunden hast? Sag es mir so bitte, Pearls. Wo hast du ihn gefunden? Ich habe ihn in dem Verbrennungsofen gefunden. Der Verbrennungsofen? Sie spricht wohl von dem im Garten. Die Tür war einen Spalt breit geöffnet, also habe ich reingelinst. Wann war das? Das war nach der Beschwörung, als die Panik ausbrach. Herr Nick? Ja. Werden Sie das meiner Mutter sagen? Du meinst, ob ich morgen sagen werde, was du getan hast? Ja, wenn sie es erfährt, dass ich in den Müllresten gespielt habe, versohlt sie mir den Hintern. Alles klar. Nun, dann bleibt das unser Geheimnis, okay? Der Verbrennungsofen, hä? Den sollte ich wohl als nächstes untersuchen. Ja, und genau das hat irgendwas jetzt ausgelöst. Nur, ich soll in die Strafanstalt gehen. Ja, habe ich bemerkt. In der Strafanstalt passiert auch eine ganze Menge. Holzsteg. Ja, und jetzt wird natürlich das hier ausgelöst, ne? Natürlich. Und guckt mal an den Verbrennungsofen. Das war da vorhin aber noch nicht. Ich frag mich, warum das erst jetzt da ist, aber okay. 21. Juni, Faye Anwesen. Holzsteg und diesen Ton, den dürfen Sie bitte ignorieren. Dankeschön. Hey, da ist jemand bei der Verbrennungsanlage. Oh, sieht so aus, als hätten Sie mich bemerkt. Und kommen nun pfeilschnell auf mich zugerannt. Oh, hey. Sie sind doch dieser Zahnarzt. Eigentlich bin ich Anwalt. Phoenix Wright ist mein Name. Schön, Sie wiederzusehen. Oh, wirklich gewandt. Nun bin ich dran. Freut mich voll, Sie wiederzusehen. Was ist denn los? Sie sind ja völlig außer Atem. Oh, Sie meinen, ich bin total froh und total begeistert, hier zu sein. Begeistert? Ich meine, es gibt hier so viel zu tun und zu sehen. Hier ist alles so echt. Ach, wirklich? Zum Beispiel. Zum Beispiel die Urne dort drüben. Wissen Sie etwas darüber? Alles, was ich sehen kann, ist ein Stück gesprungene Keramik. Alles klar. Heilige Urne. Gibt es in dieser Urne so etwas wie eine Legende? Ja, siehst du etwas wie der Schatz des Dorfes? Hä? Das wusste ich nicht. Und er ist in dieser Urne eingeschlossen. Er ist? Was reden Sie denn da? Ah, sie wissen es schon, sie wissen schon. Amy Fays Geist. Amy Faye? Wer ist das? Mann, Herr Smith, kommen Sie mal in Schwung. Jeder weiß, die mystische Amy begründete die Kuriener Beschwörungstechnik. Sie müssen nicht gleich sauer auf mich sein. So, lange ihr Geist in dieser Urne lebt, bleibt die spirituelle Kraft der Familie Fay erhalten. Ist das nicht total romantisch? Romantisch, hä? Wenn diese Urne wirklich so wichtig ist, könnte sie ein wichtiger Hinweis sein. Was passierte? Inni, ich möchte Sie zu dem Mord befragen. Mord? An Dr. Gray. Erinnern Sie sich, als ob es einen anderen gäbe. Ach, der. Das hätten Sie gleich sagen sollen. Ich weiß absolut nichts, weil ich im Nebenzimmer geschlafen habe. Nun, Sie sind keine große Hilfe. Haben Sie überhaupt etwas bemerkt? Was soll das? Mann, ist das langweilig. Ich habe so gar nichts damit zu tun, mit dieser Mordsache. Ach ja, Sie haben nur Dr. Gray nach Kurain gebracht. Keinerlei Zusammenhang, klar. Selbst wenn Sie nur seine Bekanntschaft waren, haben Sie ihn dennoch gekannt.
Außerdem war ihre Schwester, die bei dem Unfall starb, eine Schwester in seiner Klinik. Ja, also, die hat irgendwas damit zu tun. Jede Wette. So wie die sich schon gibt. Ich hab doch gar nichts getan. Nein. Mittlerweile nehme ich ihr das nicht mehr ab. Tut mir leid. Nun gut, warum erzählen Sie mir nicht vom tödlichen Unfall Ihrer Schwester? Warum? Sie glauben, dass das etwas mit dem, Mord zu tun hat? Das weiß ich noch nicht, aber ich gehe einfach jedem Hinweis nach, den ich habe. Oh. Schon wieder Blockaden, okay. Eine psychische Blockade. Was ist denn? Sieht so aus, als bräuchte ich etwas, um sie zum Sprechen zu bewegen. Ja gut, dann... Ich könnte mir noch nicht vorstellen, dass wir hier weiterkommen, deswegen untersuchen wir jetzt erstmal. Aber wir sind ja schon mal ein Stückchen weitergekommen. Das finde ich auf jeden Fall interessant hier, auf jeden Fall. Das Stück da, was da raushängt. Das stimmt. Pearls hat gesagt, dass sie den Schlüssel in dem Verbrennungsofen fand. Ich sollte wohl selbst mal einen Blick hineinwerfen. Das ist von Mayas Kostüm. Da ist ja Blut drauf. Ganz wenig, aber dennoch... Kleiderfetzen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Würde ich sagen, ein sehr wichtiger Hinweis. Und die Urne. In dieser Urne befindet sich also ein Geist, hä? Ich sehe nichts als Sprünge. Aber ich nehme an, der Geist kam in diesem Raum zwischen den Sprüngen... in dem Raum zwischen den Sprüngen wohnen. Sieht so aus, als wäre etwas draufgeschrieben. I am... Hä? Seltsam. Heilige Urne zur Gerichtsakte hinzugefügt. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Anhaltspunkte, würde ich sagen. Ja, ich weiß, dass das in dem Zimmer ist. Da will ich auch hingehen, da will ich auch hineingehen. Weil ich habe, glaube ich, jetzt ein paar mehr Anhaltspunkte. Nebenzimmer. Da ist aber nichts. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen dann jetzt nochmal zum... Warte mal, hier ist echt nichts, ne? Nochmal, ich guck nochmal kurz nach, aber hier ist echt nichts, ne? Nö, da ist echt nichts. Gut, dann gehen wir jetzt mal zur Strafanstalt, weil ich glaube, das wird mir immer noch nicht reichen tatsächlich, um die gute, zum Sprechen zu bringen, die gute, Pearly. Deswegen versuchen wir nochmal unser Glück in der Strafanstalt. Aha, aha. 21. Juni, Strafanstalt, Besucherraum. Hallo Nick, ich hab schon gewartet. Sie sieht so hilflos aus. Nun, sag schon, wie war's? Was hast du rausgefunden? Nun, ich hab etwas herausgefunden. Mir kommen die Tränen, Nick. Lass mich nicht weinen. Ich brauche etwas mehr Zeit. Bis morgen habe ich alles beisammen versprochen. Tut mir leid, Nick. Jedes Mal, wenn ich dich treffe, bereite ich dir nur Schwierigkeiten. Ach, wir machen es sehr gerne. Sozusagen. Heutiger Prozess. Nun, wie war es? Die Verhandlung heute, meine ich. Du warst fantastisch, Nick. Immer wenn ich dachte, wir könnten einpacken, hast du für die Wände gesorgt. Ich wette, das wäre Stoff für einen tollen Hollywood-Film. Sei nicht albern. Wir müssen uns auf den Prozess konzentrieren. Wir werden ihn gewinnen, Maya. Vielen Dank. Wirklich. Hey, Nick. Die Person, die Dr. Gray erschossen hat, war doch nicht ich, oder? Natürlich nicht. Du bist völlig unschuldig. Wenn das stimmen würde, wäre ich richtig froh, aber... Es war doch niemand anderes mit uns beiden im Zimmer, richtig? Nun, hast du hinter dem Wandschirm nachgesehen? Ich habe kurz geschaut, aber da war niemand. Genau das hat auch Lotta gesagt. Nicht schuldig. Nick? Ja? Warum glaubst du an mich? Warum denkst du, ich hätte Dr. Gray nicht getötet? Mia hat mir etwas gesagt. Meine Schwester? Was hat sie dir gesagt? Sie hat mir gesagt, dass ein Medium keine Träume haben kann. Bei einer Beschwörung ist es unmöglich zu träumen, weil dich deine Seele verlässt. Jetzt, wo du das erwähnst? Moment mal, dann bin ich wirklich... Du bist nicht die wahre Mörderin. Ich denke, dass du vielleicht sogar vor der Beschwörung betäubt worden bist. Betäubt? Ich glaube, das war von Anfang an so geplant. Und dir wurde die Schuld für den Mord an Dr. Gray in die Schuhe geschoben. Das ist... Ja, also das ist schon echt gemein, sowas. Pearls Alibi.
ich möchte dich etwas über Pearls fragen. Pearly? Was ist mit ihr? Egal, wie ich auch versuche, sie antwortet mir einfach nicht. Ich möchte wissen, was sie zum Zeitpunkt des Mordes getan hat. Hä? Moment mal, Nick. Du glaubst doch nicht etwa, dass sie es getan hat. Nein, nein, nichts dergleichen. Sie würde so etwas niemals tun, hörst du, Nick? Niemals. Sie ist ein tolles Kind und richtig süß. Und echt toll. Und süß. Ich halte sie wirklich nicht für die Mörderin. Aber sie verheimlicht ganz gewiss etwas. Du warst an jenem Tag mit ihr zusammen, nicht wahr? Ja, wir beide. Wir haben mit ihrem Ball gespielt. Ein Ball? Hä? Klingt nach einer Sackgasse. Ball. Der Ball, oh. Nun, zu diesem Ball. Der ist nichts Besonderes. Nur ein simpler alter Ball. Ich glaube, sie hat noch mit ihm gespielt, als ich mit der Beschwörung begann. Pearly spielt wirklich gern mit diesem Ball. Sie spielt wirklich gern mit diesem Ball? Hä? Wenn sie ihn haben will, klettert sie einfach in die Truhe hinein. Die Truhe? Ja. Pearly versteckt sich immer da drin. Kennst du das Nebenzimmer? Darin steht deine Truhe. Sie ist so groß, dass du sofort weißt, wovon ich rede, wenn du sie siehst. Die Truhe befindet sich also im Nebenzimmer, hä? Diese Truhe, die ist bestimmt die ganze Zeit so suspekt aufgefallen. Und jetzt bekommt sie ihren Sinn. Also ich wusste doch, dieser Truhe ist irgendwas faul. Oh, 21. Juni, Kurain. Lotta. Ah. Ah! Hey, warten Sie bitte, Lotta. Sie ist in das Anwesen gerannt. Oh, immer diese Lotta. Meditationsraum. 21. Juni, Fae-Anwesen, Meditationsraum. Lotta. Ah! Hey, ich sag dir, hör bloß auf damit, mir nahe zu gehen, verstanden? Ich bin ein wertloses Stück Abfall. Wenn du mich siehst, werden deine Augen zu Staub. Bleib stehen. Im Namen des Gesetzes. Oh, ich wollte nicht in den Beschwörungsraum. Oh. Hey, morgen. Ja, was ist denn? Und müssen sie so laut sein? Hier gibt es eine Regel. Auf dem Gang wird nicht gerannt. Nun, stellen Sie Ihre Frage auf ruhige Weise. Okay, wie auch immer. Haben Sie gesehen, ob Lotte hier vorbeigekommen ist? Ach, dieses Mädchen aus dem Herzland. Tut mir leid, aber die ist hier überhaupt nicht vorbeigekommen. Lotte, du weißt, wie man die Zeit eines Mannes vergeudet. Okay, gut, haben wir nochmal dieses Gespräch gesehen, dann... Ich wollte hier sowieso nicht reingehen. Meditationsraum und dann zum Holzsteg. Ach, das wieder nur Inni. Na gut, ich will sowieso erstmal zum Nebenzimmer. Ja, kaum kommen wir dahin, ist der Ball. Ah ja, der ist durch Zauberhand durch diese Truhe gegangen anscheinend. Alles klar. 21. Juni, Fae-Anwesen, Nebenzimmer. Ich bin mir fast sicher, dass ich gesehen habe, wie Lotta in diese Richtung rannte. Aber es sieht nicht so aus, als wäre sie hier. Erstmal mal den Ball nehmen wir jetzt mit. Ah, nee, es macht so doch Sinn. Es macht doch Sinn. Ich kann mir vorstellen, wieso. Da ist Pearls Ball. Maya sagte, dass er immer in der Truhe aufbewahrt wird. Was macht er also hier auf dem Fußboden? Pearls Ball erhalten. Vielleicht weil ihn jemand da rausgeholt hat? In der Truhe wird für gewöhnlich Pearls Ball aufbewahrt. Ich frage mich, was da drin ist. Ah! Was machen Sie denn da drin? Was haben Sie sich da nur bei gedacht? Ich bin ein schlechter Mensch. Nur ein Stück Menschenmüll. Ich müsste mich verkriechen. Sie haben sich also in die Truhe verkrochen, weil kein Loch in der Nähe war? Oh Mann. Hä? In dieser Truhe ist ein kleines Loch. Und es befindet sich ungefähr 20 cm über dem Boden. Das ist dieselbe wie bei dem Loch im Wandschirm. Könnte das also Truhe zur Gerichtsakt hinzugefügt? Das ist damals sehr interessant. Also wir bekommen hier in diesem Part wirklich einen guten Hinweis nach dem anderen. Und das schon wieder nur diese dumme Inimine, nee, mit der will ich nichts zu tun haben. Okay, hier geht wieder was ab. 21. Juni, Fae-Anwesen, Meditationsraum.
Ach, Herr Nick, diese Person ist gerade eben hier vorbeigerannt. Welche Person? Wissen Sie, die Person mit dem bauschigen Zuckerwattehaar? Ach, sie meint Lotta. Sie sagte, schau mich nicht mit diesen Augen an. Aber ich bin doch gar nicht so furchterregend, oder? Ich glaube nicht, dass sie das so gemeint hat. Oh, das stimmt. Sie wollte auch, dass ich Ihnen sage, bin auf einem Selbstfindungstrip, also suchen Sie nicht nach mir. Oh, oh, nun ja, danke. Gern geschehen. Gut, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, ich denke mal mit diesen Sachen hier, die wir jetzt hier haben, mit dem Ball und dem Schlüssel und dem Fetzen und der Urne vielleicht, keine Ahnung. Warte mal. Könnte es sein, dass die gute Pearl ein bisschen ungeschickt war und die Vase kaputt gehauen hat mit ihrem Ball? Das wäre ja mal krass tatsächlich. Ich rede mal mit ihr. Oder beziehungsweise wir probieren das jetzt mal, weil das könnte... Ja, wobei, nee, ich will doch erstmal zu Lotta gehen. Ich hoffe mal, sie ist jetzt draußen wieder in Kurain. Meine Güte, müssen wir... Okay, sie ist nicht da. Alles klar, dann muss ich wohl dann doch mit der guten Pearlie reden dann. Gut, dann probieren wir nochmal unser Glück. Ich habe diesmal ein gutes Gefühl mit dem Magatama. Badum, badum, badum. Pearls Alibi. Nummer 2. Versuch Nummer 2. Pearls, du musst mir sagen, was du getan hast, als der Mord verübt wurde, okay? Aber was ist, wenn ich Ihnen einfach nicht sagen kann, was passiert ist? Dann werde ich raten. Wie klingt das? Ja, kennen wir schon. Sie können das? Ja, 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 ja. So, sie war... Ach, ich verliere dann doch KP, okay. Aber gut, wir wissen ja, sie war beim Holzsteg. Du warst hier, Pearls, nicht wahr? Auf dem Holzsteg? Wow, Sie haben es erraten. Nun, glaubst du, du kannst es mir jetzt sagen? Tut mir leid, noch nicht. Mann, oh Mann. Okay, was nun? Okay, ich glaube, ich weiß, was du dort gemacht hast. Wissen Sie echt so viel? Nun, ich bin ein Anwalt, verstehst du? Nun, was hat Pearls auf dem Holzsteg gemacht? Ganz klar, hat ja uns auch Maya schon sozusagen bestätigt, sie hat mit dem Ball gespielt. Du hast mit diesem Ball gespielt, richtig? Ach, das stimmt. Woher haben Sie das gewusst? Dank Maya. Maya hat mir erzählt, dass du gern mit deinem Ball spielst. Ja, ich habe mit meinem Ball gespielt. Aha, und dann? Dann ist etwas passiert, hä? Etwas richtig Schlimmes. Was meinen Sie mit etwas? Nichts ist passiert. Das ist es. Als du mit deinem Ball gespielt hast, ist das passiert. Ich kann es mir, wie ich schon bereits sagte, vorstellen. Sie hat die Vase kaputt gemacht, deshalb hat sie überall Risse. Es ist auch so. Diese Urne, das ist ein Schatz des Dorfes, richtig? Und der Geist der Begründerin der Kurainer Technik ist darin eingeschlossen, nicht wahr? Ja. Was ist denn das? Das hat ja überall Sprünge. Das sind sogar vereinzelte Löcher. Bitte ziehen Sie mich nicht auf. Pearls, du hast die heilige Urne kaputt gemacht, stimmt doch? Der Ball ist dagegen geknallt und hat sie umgestoßen, oder? Und wenn morgen das rausbekäme, würde sie mächtig sauer werden, hä? Sie streitet es gar nicht ab. Treffer, versenkt. Aber es ist seltsam, dass sich die Blockade noch nicht gelöst hat. Es ist eine richtig alte Urne, nicht... Es ist eine richtig alte Urne, nicht wahr? Hä? Sie ist so alt, deswegen ist es gar nicht so seltsam, dass sie Sprünge hat. Ihre Stimme bebt ja. Woher wissen Sie, dass die Urne kaputt gegangen ist? Das ist jetzt eine gute Frage tatsächlich. Muss ich jetzt doch erstmal noch einen Hinweis von einem anderen holen? Ich könnte mir vorstellen, okay, weil den Hinweis haben wir noch nicht. Dann muss ich jetzt doch nochmal mit der guten Inimineish sprechen, weil sie hat ja was zur Urne gesagt. Boah, ist schon knifflig hier, würde ich sagen. Ich hoffe es jetzt mal, dass es so ist. Deswegen zeigen wir immer die Urne, würde ich sagen. Tut mir wirklich leid, aber... Und ich weiß, sie wollten das total von ganzem Herzen, aber ich kann es nicht nehmen. Wann war jemals die Rede davon, dass sie es bekommen?
Okay, keine Hinweise. Vielleicht gesagt, ja doch, Maya könnte mir bestimmt dazu was noch sagen. Meditationsraum. Weil wie gesagt, wir haben den Hinweis nicht. Also eigentlich hat uns das ja Inimine gesagt mit dem, dass sie nicht erst jetzt kaputt gegangen ist. Und morgen werde ich das mit ziemlicher Sicherheit nicht zeigen, weil ich glaube, das wäre nicht gut. Okay, da ist niemand. Dann gehen wir auch in die Strafanstalt. 21. Juni, Strafanstalt, Besucherraum. Oh, Mia. Phoenix, schön dich zu sehen. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Deswegen wollte ich sehen, wie es dir so geht. Du könntest wieder gefilmt werden. Manchmal muss man im Leben gewisse Risiken eingehen. Oder in meinem Fall, im Tod. Wie auch immer, wie geht's dir? Hast du was Brauchbares rausgefunden? Nur wenig. Ich glaube, so langsam komme ich dahinter. Stückweise sozusagen. Alles wird sich bis morgen irgendwie auflösen. Reden, dann reden wir nochmal mit der guten Mia. Morgiger Prozess. Es gibt noch eine Menge Fragen, die du vor dem Prozess morgen beantworten musst. Du meinst, wie zum Beispiel der wahre Mörder in das Zimmer gelangen und Dr. Gray töten konnte? Ja. Und wann hat der Mörder den Beschwörungsraum betreten? Ihr standet doch alle vor dem Zimmer rum, nachdem die Beschwörung begonnen hatte. Das heißt, der Mörder muss vor der Beschwörung in das Zimmer gegangen sein. Jedenfalls glaube ich das. Aber Maya hat doch schon gesagt, dass niemand sonst da drin war. Stimmt auch wieder. Wenn wir nicht ermitteln, wo der Mörder war, geht es uns wie einem gestrandeten Wal. Kuriner Beschwörungstechnik. Ich dachte, ich würde diesen Tag nie erleben. Fragst du mich ehrlich nach Beschwörung? Dieser ganze Fall dreht sich doch um Beschwörungen. Und ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nichts davon verstehe. Nun, das ist ganz normal. Schließlich sind Beschwörungen nichts Alltägliches, oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Die Fähigkeit, seine psychische Erscheinung in die Person zu ändern, die man ruft, war etwas, was sich unsere Vorfahrin, die mystische Amy Faye, angeeignet hat. Diesen Namen habe ich schon mal gehört. Die Familie Faye war ursprünglich für die Verehrung der Götter bekannt. Als die mystische Amy auf die Welt kam, war durch ihren Namen ihr Schicksal bestimmt. Denn sie wurde nach einem der Buddhas des Buddhismus Amitabha benannt. Bis zum heutigen Tag ist ihre Seele in der heiligen Urne von Kurain eingeschlossen. Normalerweise steht die Urne auf dem Holzsteg und sie trägt Amys Namen. Aha, ja. Ach, Mensch, Phoenix, das ist doch nur ein Märchen. Und dass ich dich sehen kann, ist also auch nur ein Märchen, oder wie? Nun, es ist an der Zeit, dass ich verschwinde. Mia, wir stecken in großen Schwierigkeiten, wenn der Wachmann mich hier sieht. Phoenix. Ja, Chefin? Es gibt noch einiges an Schmutz in diesem Fall. Wenn du glaubst, alle Beweise gesammelt zu haben, dann komm wieder zurück. Ja, Chefin. Aber wie soll ich ihr das jetzt präsentieren, der guten Pearly? Ich habe doch jetzt nichts irgendwie jetzt als Hinweis dazu gewonnen. Oder muss ich dann die Urne nochmal dann zeigen? Aber da hat sich ja nichts aktualisiert oder so. Ich traue mich da ehrlich gesagt nicht. Ah, na gut, ich würde auch mal sagen, wir beenden den Part für heute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Part von Phoenix Wright Ace Attorney. Bis dann und tschüss, euer Jake.